Die Suche am Silbersee nach dem vermissten 31-Jährigen aus Falkenberg geht weiter. Am Montag war das Auto des Mannes auf einem Parkplatz in der Nähe des Sees gefunden worden. Nach der ersten Suchaktion am Vorabend durchkämmten am Dienstag mehr als 70 Feuerwehrleute den Wald rund um den See. In dem zerklüfteten und vom Regen aufgeweichten Gelände mussten sich die Retter zum Teil durch dichtes Unterholz kämpfen. Unterstützung bekamen die Feuerwehren von rund 50 Polizeibeamten. Ein Hubschrauber filmte das Gebiet rund um den See mit einer Wärmebildkamera. Die Wasserschutzpolizei aus Mainz-Kastell rückte mit einem Sonarboot an, um den Grund des undurchsichtigen Sees abzusuchen. Die hinzugerufene Tauchergruppe der Bereitschaftspolizei wartete allerdings vergebens auf ihren Einsatz. Das Sonarboot konnte keine Spuren des vermissten 31-Jährigen finden. Auch an Land blieb die Suche bis zum Dienstagabend ohne Ergebnis.